Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mir stehen richtig die Haare zu Berge. Ich habe den ganzen Tag gewurstelt, aber Battlecat ist jetzt vorbereitet und es scharrt richtig mit seinen Krallen. Der Herbst hat Einzug erhalten und für mich heißt es jetzt natürlich, ab geht's auf Wallerjagd. Es geht für Battlecat und mich jetzt an den großen Fluss. Gute 10, vielleicht auch 12 Stunden Autofahrt liegen vor mir, je nachdem, was die Bahn sagt, ob wieder irgendwo Baustellen sind oder Stau. Ich bin gespannt. Und ihr seid natürlich dabei. Der Herbst ist neben dem Frühjahr für mich eine der besten Zeiten zum Welsangeln. Die Wassertemperaturen sinken langsam. Manchmal haben wir auch Glück, wenn viel Regen kommt, dass wir Hochwasser kriegen, steigendes Wasser. Und für die Wels ist das jetzt natürlich ein Zeichen, wenn die Wassertemperaturen in den Keller gehen, sich nochmal vor dem Winter richtig Winterspeck anzufressen. Und da will ich natürlich nicht fehlen. Ich hoffe, ihr habt Bock, kommt mit. Wir sehen uns nachher noch mal irgendwo auf der Bahn, vielleicht beim Tanken oder spätestens morgen früh, wenn wir mit etwas Glück, also drückt mir die Daumen, gut am großen Fluss ankommen. Bis später. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. Hallihallo, ich grüße euch alle von der Bahn. Es regnet seit 2 Stunden. In Strömen, viel Stau, kommen sehr zäh voran, habe jetzt 300 Kilometer weg, es ist kurz nach Mitternacht, 500 Kilometer haben wir noch vor uns. Sollen wir irgendwann danken und uns ein Käffchen holen und hoffen, dass dieser Regen aufhört. Guten Abend oder besser gesagt guten Morgen, ja, wir haben 2 Uhr Nacht. Und ich bin mitten auf dem Berg in Austria, in Österreich. Ganz oben, eine kleine Tankstelle gefunden zum Glück. Außer mir ist keiner mehr auf der Straße hier irgendwie. Hab nochmal das Boot gecheckt, ob alles noch passt, ob alles sitzt, dass nicht passiert. Es hat nur geregnet bis jetzt, aber alles tippitoppi. Ja, die Hälfte ist geschafft. Da seht ihr mal, was man alles tut, um einen Wels zu fangen. Ja, was ein Wahnsinn. Naja, und wisst ihr, wem es am besten geht bei der ganzen Geschichte? Wer später wieder ausgeruht ist? Da ist es, Mäusel. Die darf halt schlafen. Die ganze Fahrt. Aber dafür ist er mal fit. So, Tank ist voll, weiter geht's. Einen wunderschönen guten Morgen. Jeden Moment wird es hell. Wir haben 7 Uhr Ortszeit und sind jetzt nach guten 10 Stunden Fahrt gut angekommen. Und gleich sehen wir den großen Fluss. Gleich fahren wir über die Brücke. Und dann folgt immer noch ein Haufen Gerödel. Ich bin hundemüde. Ich würde mich am liebsten jetzt hinlegen, ein bisschen pennen, aber Boot ins Wasser, das ist ja hier ganz spannend in Italien, ja. Das ist ja nicht einfach eine Slipanlage fahren und reinschieben, sondern die Boote müssen gekrant werden, das ganze Zeug noch packen, hin und her rödeln. Ja, und dann hoffe ich, dass ich heute Nachmittag irgendwann auf dem Boot sitze. Werde auf jeden Fall noch ein paar Routen auslegen. Aber ihr werdet dabei sein. Okay, jetzt fahren wir erstmal über den Fluss. Ein Fluss, an dem ich schon sehr, sehr viele Jahre angel, wo eigentlich meine ganze Laufbahn des Wallerangelns richtig begonnen hat. Da ist er. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Und genau dort muss man nachher das Boot reinlassen. Aber jetzt erstmal ins Camp. Und da sehen wir uns später wieder. Finny ist auf jeden Fall ausgeschlafen. Wir sind gut angekommen im sonnigen, wunderschönen Italien am großen Fluss. Aber merkt ihr was? Bedeckter Himmel. Bis eben hat es geregnet wie aus Eimern. Ich habe mega dicke Klamotten an. Der Herbst erhält auch hier Einzug. Die Regenpause müssen wir jetzt nutzen. Mit dem Kran dort kommt Battlecat ins Wasser und dann ist für mich noch ein bisschen Arbeit da.
Schlauchboot runter, Zeltaufbau, Lager herrichten, Angelzeug vorbereiten, denn ich will heute Abend noch raus. Wir haben jetzt frühen Nachmittag, aber ist alles machbar. Die nächsten Tage werden auf jeden Fall auch keine großartige Wetteränderung in Sicht haben. Morgen soll es noch mehr regnen, heute sind es glaube ich nur 10 Liter, morgen sollen es knapp 30 Liter sein und es kommt noch Sturm dazu. Aber jetzt kommt Battlecat erstmal in diesen Galgen rein. Mit etwas Glück landet es da unten, dass es schwimmt, weiß ich. Dann geht es ans Weltcamp hoch. Beladen und Chaos ordnen. Aber deswegen sind wir hier. Der Herbst kommt und der Herbst ist auf jeden Fall keine einfache Sommerfischerei. Bis später. Wird man richtig nervös, wenn Battlecat so in der Luft hängt. Könnt ihr mir glauben. Alter Falter, was ein Start. Es hat eben noch mal 2 Stunden geregnet wie aus Eimern. Alles nass. Ganze Boot, obwohl es vorhin noch auf dem Trailer war und dann gut ins Wasser reingeflogen ist, sieht aus, als wäre eine Bombe explodiert. Finny ist schon wieder müde, erschöpft, aber wir sind ready. Bootszelt steht, Beiboot ist alles vorbereitet. An den Routen sind zwar noch keine Vorfächer dran, aber das mache ich auch noch schnell. Jetzt schnell noch ein Blatt suchen und dann muss ich irgendwann, glaube ich, auch mal schlafen. Ach, Finny, hä? Was sagst du? Finde ich immer bester Dinge, ne? Die sagt, wo ist denn der Stress? Die hat ja auch die ganze Nacht gechillt. Bin mal gespannt, ob der Regen, der jetzt runterkam, uns auch eine kleine Welle bringt. Das Wasser ist aktuell am Fallen. Bedecktes Wetter. Der Regen hat aktuell aufgehört. Wassertemperatur 17 Grad. Da kann doch der Herbst kommen. So, ich suche mir einen Platz. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, auf die Schnelle noch ein paar Montagen zusammengeknüpft. Ich habe einen spannenden Angelplatz gefunden, hoffe ich. Weil da oben haben wir relativ viel Totholz im Wasser. Der Fluss geht in eine Kurve rein. Also ich habe hier eine leichte Strömungsberuhigung auf dem Ufer. Und nach unten hin viele Büsche, viel Grasland, was so an der Wasserkante steht. Eigentlich immer ein Top-Bereich, wo sich kleine Fische aufhalten, weil sie viel Nahrung finden und der Räuber dann kommen sollte. Wir hängen hier schön geschützt. Für die nächsten Stunden ist auf jeden Fall wieder starker Regen gemeldet und auch sogar ein bisschen Wind, ein bisschen Sturm. Und ich brauche jetzt einfach mal eine einigermaßen ruhige Nacht, aber immer trotzdem mit einer Chance auf einen Fisch. Montagen easy going. Ich werde eine U-Posen-Montage fischen mit einer 10 Gramm Tree-U-Pose. Jetzt ein bisschen mehr Auftrieb, das Wasser ist noch relativ warm. Keine Mikro-U-Posen, weil halt auch an dieser Uferkante hier, wo die U-Pose hin soll, relativ viel Grasbüsche stehen. Und vielleicht finden sich auch unter Wasser noch irgendwo Wasserpflanzen. Und da soll halt der Köder auf jeden Fall drüber präsentiert werden. Aber wie gesagt, 10 Gramm ist ja auch nicht immens viel Auftrieb. Es gibt ja viel schwere U-Posen. Aber ein bisschen verwirbelnd, die Tree-U-Pose, das sollte passen. Und nach oben angeln wir eine Freestyle-Montage mit einem Glow-in-the-Dark-Frontzone-Blei kurz vor dem Köder, dass der Köder circa so 1,50 Meter unter der Wasseroberfläche in diesem Totholz, das zeige ich euch nachher noch, präsentiert wird. So, fängt schon wieder leicht an zu nieseln, ich muss Gas geben. In einer guten Stunde ist es dunkel, da will ich fertig sein, da will ich auch Ruhe einkehren lassen. Ja, und auf dem Weg haue ich mir jetzt noch schnell ein leckeres Abendessen rein, Y-Food. Jetzt auf jeden Fall die perfekte Trinkmahlzeit, denn der Grill oder auch der Gaskocher, der wird heute Abend ausbleiben. Da habe ich keinen Bock mehr drauf, auch keine Zeit jetzt. Und der Hunger ist da. Die Flasche kann ich mir jetzt ganz gemütlich beim Auslegen der Montagen rein zelebrieren. Checkt mal meinen Code unten, probiert selber aus. Ihr werdet, denke ich, begeistert sein, vor allen Dingen, wenn es mal schnell gehen muss beim Angeln.
Unten hinter dieser Ecke hier steht mein Boot. Und hier oben, genau ins Totholz, in die umgefallenen Bäume, habe ich meine zwei Freestyle-Montagen am Frontzone-Blei jetzt noch auf die Schnelle gehangen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier direkt hinter dem Baum haben wir 3 Meter Wasser. Ich habe jetzt 2 Umlenkschnüre benutzt, also Auslegeschnüre, um die optimale Position für den Köder zu erreichen. Das ist ein bisschen weiter rein, damit das ruhige Wasser hier kommt. Hier seht ihr ja, dass sich das Wasser so leicht dreht. Hier draußen ballert richtig die Strömung durch. Die Rute hier wird fest geangelt, im Karabiner oben dran, damit der Fisch nach dem Biss nicht hier in die unterliegenden Bäume reinballern kann oder vielleicht sogar in den oberen. Zurücklaufendes Wasser, solche Dreher im Fluss sind immer heiße Angelplätze. Ja, und der Baum, der hier drin liegt, der kam irgendwo von da oben in den letzten Wochen runter. Ja. Und so verändert sich permanent der Fluss. Kurz vor Mitternacht werde ich aus dem Schlaf gerissen. Oh, auch noch im schönsten Regen. Mitten im Regen kann ich einen kleineren Wels am Boot begrüßen. Größte Rege kommt Fisch. Im Morgengrauen muss ich mein komplettes Beiboot ausschöpfen. Es ist voller Wasser und kurz darauf erhalte ich den nächsten Biss. Schöner Einschlag. Das ist mein Boot. Einen wunderschönen guten Morgen. Die ganze Nacht hat es durchgeregnet. Irgendwo hängt da drin der Fisch. Ein Baum geschwommen. Irgendwo hängt da drin. Oder ist der so groß? Nee, ein Baum ist dran. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie das passiert? Diesen Baum unten mit dran. Was hat das denn geschafft? Ein riesen Baum mit eingesammelter Fisch hier. Das ist jetzt natürlich Action. Gucken, ob ich irgendwo an den Fisch rankomme. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber natürlich durch den Regen kann jetzt auch sein, dass das Wasser wieder steigt. Und dann kommt der ganze gerade hier runter. So, wo hat er hier jetzt? Hier muss irgendwo noch ein Fisch drunter sein. Wenn wir Glück haben. Was eine Hecke hier drin. Morgendliche Frühgymnastik. Was hält das denn? Da ist ein Fisch.
Und ihr werdet es nicht glauben. Alter Falter. Ihr werdet es nicht glauben, was jetzt hier Sache ist. Ein riesen Kettfisch. Oh nee. Diese Viecher. Oh. Schaut euch mal den Bollermann hier an. Logisch freue ich mich, aber ich wollte eigentlich einen normalen Wels fangen. Aber der ist schon ein ordentliches Kaliber. Unglaublich. Unglaublich. Und noch einen halben Baum im Schlepptau. So kann doch ein Morgen hier am Fluss starten. Petri Heil. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Pulli ist eingesudelt, eingeschleimt. Hat die ganze Nacht durchgeregnet. Und dann ich schätze mal, es war 11:30, kam die erste Aktion. Ein schöner Fisch. Ich konnte leider für euch nicht komplett filmen durch die Wetterlage da draußen. Ging alles so schnell und ich war auch nicht richtig vorbereitet jetzt hier in der ersten Nacht. Ich habe ihn auch am Boot direkt abgehangen, kein großes Gezetere mehr gemacht. Ich war einfach nur hundemüde. Und jetzt im Morgengrauen, ein relativ starker Biss, hat mich richtig aus dem Schlafsack geballert. Fini hat das nicht so gejuckt. Die pennt immer noch, obwohl die ja eigentlich fit sein müsste. Die hat die ganze Herfahrt schon geschlafen. Ja, und dann... Draußen sah es erstmal ganz gut aus, aber dann kam erstmal ein riesiger Baum hoch und ich habe schon gedacht, kann ja nicht sein, der Baum beißt ja nicht so. Ja. Jetzt nach dem Regen wird das Wasser wahrscheinlich steigen, es kommt immer mehr Holz den Fluss runter und da kann es natürlich passieren, dass immer mal Treibgut in der Route, vor allen Dingen in der U-Posenmontage, die in den Fluss hier runter an das Grasland ging, da irgendwo sammelt. Aber in dem Baum drin, an meinem U-Posenvorfach, hing noch ein richtig stattlicher Katzenwels. Also das nimmt hier wirklich langsam Ausmaße an mit den Teilen. Das kann einem Angst machen. Der wandert nachher auf jeden Fall in die Pfanne. Den bringe ich den Jungs vom Camp mit. Sind hier sehr beliebte Speisefische. Ja, und ich werde jetzt, habe jetzt überlegt, heute Mittag kommt das nächste Regenband auf uns zu, aber ich werde den Platz jetzt nochmal verlassen. Ich bin fit, ich bin ausgeschlafen, bin ganz zufrieden mit dem Verlauf der ersten Nacht. Und werde jetzt nochmal einen neuen Platzwechsel machen. Heute Mittag kommt auch ein Kumpel von mir hier an, der Marco. Den kennt ihr von einigen Videos schon. Vielleicht fischen wir auch zusammen eine Nacht. Und dann sehen wir weiter. Genau, also Plan ist jetzt auf jeden Fall abrödeln. Abrödeln muss ich ja nicht viel. Eine Rute muss ich noch reinholen. Eine Topwater hängt noch oben in den Bäumen. Die anderen zwei Ruten sind beide gelaufen. Also einmal hier oben im Holz, einmal die U-Pose. Schnüre hier von den Bäumen abbinden und dann losfahren mit dem Boot. Auf dem Boot ist ja alles drauf. Will das Chaos hier noch bewältigen, habe ich gestern auch noch mal viel gemacht. Und dann einen neuen Platz suchen. Und ich denke, dort werden wir uns spätestens wiedersehen. Auf geht's in die zweite Nacht jetzt hier im Herbst. Abfahrt. Marco ist mittlerweile eingetrudelt, da fährt er mit Sack und Pack mit seinem Schlauchboot. Ja, und wir machen jetzt noch eine schnelle Nacht zusammen, werden uns einen gemütlichen Abend machen. Heute Abend werden wir auch mal den Grill anmachen und vielleicht sehen wir ja auch noch einen Fisch. Bis gleich. Sodele, die nassen Klamotten gerade mal kurz ausgezogen. Marco ist da. Servus. Wir fischen heute Nacht jetzt zusammen, die zweite Nacht im Herbst. Bin gespannt, wie es läuft. Wir haben uns einen ganz spannenden Platz rausgesucht. Auch im Untergrund seht ihr jetzt schon hier Naturufer. Wasser steigt. Was genau kommt, wissen wir noch nicht. Aber was wir wissen ist, wir müssen hier hoch. Markus, sein Schlauchboot hängt hier vorne drin. Wir bauen uns jetzt hier eine kleine Treppe. Battlecat bleibt hier unten hängen. Oben werden wir heute Abend. Heute Abend gibt es kein Weihfood, gibt jetzt noch gleich eins beim Auslegen, aber heute Abend machen wir einen Grill an. Marco hat, was hast du mitgebracht? Ein gutes Rinderfilet, das mal gestärkt sein. Ah, Rinderfilet, das mal gestärkt sein. Perfekto.
15 Uhr. Aktuell mal kein Regen. Mega gut. Bauen Sie eine Treppe hoch. Camp aufbauen kurz. Großes Boot bleibt unten. 4 Routen raus. Und ich hoffe, wir können euch heute Nacht den nächsten Fisch zeigen. Das wäre doch mega. Abfahrt. Ist doch sofort passiert. Mega motiviert. Aber Marco ist auch die ganze Nacht, wie wir vorher, durchgefahren. Finny freut sich, dass gebuddelt wird. Wir zeigen euch gleich nochmal die Montagen. Und dann kommen die Routen raus. Hier kennt ihr jetzt saugut unseren Angelplatz, unseren Plan. Draußen ballert die Hauptströmung vorbei und hier im Uferbereich unter diesen Hecken ist ganz ruhiges, langsames Wasser. Und genau dort werden wir jetzt mit den U-Boosen anfangen. Du hast abgezogen, die grundnahe Köderpräsentation und flussauf werden wir noch eins oder zwei Topwater setzen. Das ist der Plan jetzt. Hier können wir schön im Strömungsschatten angeln. Ganz dicht vor den Hecken geparkt, um eure Schnur dann vor dem Treibgut zu bewahren, lege ich sie direkt nach dem Ablegen in die Hecken oben rein, dass sie gleich nach dem Ablegepunkt über dem Wasser läuft. Und wenn jetzt heute Nacht, ihr seht sie hier schon kommen, viel Treibgut jetzt hier den Fluss runterkommt, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass die Montage nicht erwischt wird. Finny, du schläfst schon? Machst du alles richtig? Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Die Routen sitzen. Nach bestem Wissen und Gewissen, wie immer, eine Topwater nach oben und 4 U-Posen nach unten, wie ihr vorhin dabei wart. Und jetzt machen wir uns noch eine schnelle, heiße Mahlzeit und dann geht's ab ins Bett. Eiskalt, aber wenigstens kein Regen. Boot ist vorbereitet und wir sehen uns spätestens beim Biss oder morgen früh. Bis zum Biss. Im Morgengrauen kommt wieder die nächste Aktion. Ich glaube, das wird jetzt kein Katzenwels sein. Das ist nicht ein Kinderfisch. Den haben wir aber verschrocken, den Fasan da oben. Seht ihr jetzt, wie der Fluss aussieht? Kaffeebraun, Holz hier draußen. Motor aus.
Fisch on. Mit dem Morgengrauen, das ist wirklich verrückt. Das macht Spaß. Das ist der Herbst am großen Fluss. So, na komm. Eine Trio-Pose, 5 Gramm. Das ist doch ein toller Wallerwecker. He? Guck mal, wie. Petri Heil. Heil. So kann doch ein Tag starten. Der Montage sitzt hier ganz perfekt drin, ganz vorne in der Maulfalte. Aber wenn sie da mal sitzt, dann sitzt sie ganz perfekt. Schöner Kerle. Vielen Dank. Und wieder Morgengrauen. Die ganze Nacht war es ruhig, ich habe mir schon Gedanken gemacht. Man hat auch ganz wenig Raubaktivität gehört, aber wahrscheinlich wird das Wasser nochmal abgekühlt sein. Auf die U-Pose zu setzen hier war jetzt noch die richtige Devise. Die Fische haben tief gefressen. Und jetzt sind wir mal gespannt. Heute über Tag uns das Ganze hier mal anschauen, was das Wasser macht, was da noch kommt. Und vielleicht ein bisschen umstellen von der U-Pose zum Front Supply. Wie es genau weitergeht hier am Fluss in Italien im Herbst, das seht ihr im nächsten Video. Viele Grüße, euer Stefan. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir heizen jetzt wieder hoch ans Boot. Ich ziehe mich um, gebe einen leckeren Kaffee und dann geht's weiter. Bis zum nächsten Video, euer Stefan. Ciao, ciao.